I hope May is all right. So, dann aktualisieren wir unsere Karte. Und da ist die May. Und da müssen wir irgendwie zurückkommen. Tja, das probieren wir doch einfach mal aus. Ich bin da ja nicht so, ne? Einfach mal hier an, erstmal beide Beine in die Hand nehmen und dann mal gucken, was passiert. Ab Ende. Oh. Man bräuchte auf jeden Fall die Gasmasken. Das wäre auf jeden Fall voll die Lösung. Finde ich, ja. Jetzt frage ich mich natürlich gerade. Ist es vielleicht besser im Staub? Weil jetzt ja doch unsere Ausdauer verbrennt, ist es vielleicht besser zu rennen? Also schnell zu joggen? Um schneller zu seinem Ziel zu kommen, in dem Fall jetzt halt zum Beispiel dieses Rohr hier, damit man schneller an die frische Luft wieder kommt. Oder ist es effizienter, normal zu laufen, wo dann halt die Ausdauer nicht so schnell runtergeht? Ja, das wäre mal so eine Team-Crafting-Frage. Oh, da hinten lag doch was. Was war das? Hallo? Hallo? Da ist doch jemand. Da hat doch eine Frau. Ja, da. Bitte. Wurde auch gerade angemeldet. Da kommt man auf jeden Fall da hoch. Also ich gehe erstmal auf mein das Dach. Vielleicht ist die ja da irgendwo auf diesem Dach. Also ich bin hier. Ich weiß nicht, wo du genau bist, aber hey. Vielleicht finden wir uns ja. Und machen ganz... Oh. Oh, die haben sich auch ganz lieb gehabt. Aber guck mal. Es hieß ja... Also hier, guck mal, ne? Hör mal zu. Was ist denn da immer? Also, wirklich, das ist voll die Gamepad-Steuerung. Also alles andere kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch irgendwie auf Tastatur und Maus mal spielbar sein sollte. Was ich gerade sagen wollte, das ist jetzt irgendwie ein Jahr her oder so, ja? Aber da liegen Leichen, die aussehen, als wären sie da schon 100 Jahre. Das ist nicht so ganz... Inhalator. Oho, ein Inhalator, was kann der? Oha, der macht alles wieder fresh in der Haus, jo. Ja, das war's, oder was? Nur ein Inhalator? Ich glaube, die ist da hinten, so wie sich das an... Ja, das hört sich so an, als wäre die auf dem Haus. Müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen am dümmsten. Kann ich irgendwie... Oh yeah, ich kann natürlich nicht speichern. Also ich, mir ist das noch nicht so... Mir ist das noch nicht so ganz mit der Effizienz bewusst. Ob das jetzt effizienter ist, da zu sprinten. Ja, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Nein, ich bin gar nicht da. Hallo. Da hinten leuchtet was, siehst du? Ich bin ja ein alter Fuchs, ne? Ich gehe ja nicht gleich direkt zu meinem nächsten Ziel. Sondern hol mir erstmal eine Wasserflasche, erstmal was trinken. Young man, you have arrived just in time to watch me die. I have but one last wish. To smoke a final cigarette. Wo gibt's die Zigaretten? Yo, ich guck mal, was ich machen kann, Digga. I know you wouldn't care anyway. Ich habe aber keine Kippen, Alter. Es tut mir leid. Was mit ihm? Wie aggressiv sie hier alle sind. Ist voll schlimm. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Wie geht's? Da rutsche ich nicht runter. Vielleicht liegen hier unten Zigaretten im Staub. Wer weiß. Komm ich nicht. Wo kommt. Warte mal. Karte? M? Karte. Hey, das sieht voll gut aus. Da würde ich halt hinten rum an die Mall kommen. Boah, ach nee, das ist eine Treppe. Ich hab gerade gedacht, das wäre eine Rutsche. Ich sehe auch kaum was, ey. Also ihr werdet wahrscheinlich noch weniger sehen, aber ich sehe echt wenig. So, also jetzt jumpen wir erstmal wieder da hoch. Zigaretten haben wir leider keine gefunden, so wie es aussieht. Tja. Ach, das ist immer doof, dass man da erst nochmal bestätigen muss mit einem Leertastendruck. Ja, ich tut mir leid, ich wollte gar nicht sterben sein.
Ach, guck mal, hier kommen wir ja auch noch hoch. Anyway. Was ist das? Sind das Zigaretten? Wenn es Zigaretten sind, bringe ich sie dir. Keine Sorge, ich bin da nicht so. Das ist Schmerzmittel. Keine Kippen. Das ist auch WHO-Trink-Lösung. Jawohl. Ich brauche Kippen. Hallo, hat hier jemand Kippen für den alten Sack? Der will unbedingt verrecken. Und ich will nicht dabei zugucken. Och, jetzt springt er da ran, da. Was ein Kerl. Ja, auf, komm, da hoch jetzt. Zack, zack. Nein, jetzt, ich hab keine. Psst, lass mich in Ruhe. So. Hier war doch irgendwo die Frau. Boah, hier voll viele Leichen am Start. Was ist hier los? Was ist denn hier passiert? Also, hallo. Ich glaube, ich komme hier näher. Wo ist sie denn? Wow, da ist sie. Hm. Okay, wer findet noch, dass das aussieht wie ein Hinterhalt? Also ich melde mich schon mal. Aber kommt, ich probiere das jetzt einfach. Vielleicht. Boah, ich hab's gut. Ich hab's geahnt. Die Blöden. Oh ja, du blöde Foot hast mich verarscht, ey. Das kann ich allein mit Zahnbelag. So, wow, hey, wow. Dieser Penner. Ich schieß nochmal, Jungs. Ja, du sollst in die Knie gehen. Ich will dich K.O. schlagen. Alter. Okay, guck, guck, guck. Der andere geht schon weg. Das ist gut. Hey, guys. This pointing is gun at me. Guns not even loaded. Someone help here? You made a big Wow, was ein Ficker. Oh, der wollte mich töten. Ah. So. Erledigen. Der hat's verdient. Es tut mir leid, aber mit mir legt man sich wirklich nicht an. Zwei Kugeln verschwendet an die Penner, ey. Nicht mal irgendwas bekommen. Jetzt ist da die Alte, weißt du? Auf die Handschellen schießen, um das Opfer zu befreien. Ha, ha, ha. Ich hab keine Munition mehr. Toll, gell? Toll. Scheiße, wie soll ich... Was ist das für eine Nummer? Wo soll ich denn drei Kugeln hernehmen? Oder sogar vielleicht vier? Naja, im Idealfall drei, aber ich hab ja versucht, die da... Ja, was soll ich denn machen? Ich kann dir nicht helfen. Oh Mann, ey, das ist doch schon wieder... Oho. Was, nicht ablenken lassen? Ah, warte mal, vielleicht da drüben auf dem Haus? Das sieht so aus, als wäre da auch noch ein Lager. Ui, da ist ja auch noch so ein Kerl. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss das ausprobieren. Ich brauche eine Munitionskugel für diese Frau. Für diese nette, adrette Frau brauche ich eine Kugel. Hey. Ja, ich komme ja irgendwann vielleicht unter Umständen sogar mal wieder. Tut mir echt leid. Nein, es ist keiner mehr da. Hm, wie komme ich auf das Haus drauf? Ich weiß nicht, wie komme ich da drauf? Oh, da ist. Da ist doch eine Leiter. Jawoll, ja. Oh, hallo. Was ist das? Hä? Ey, diese Steuerung, das ist echt. Scheiß Consolero-Geschichte. Da merkt man richtig, Spiele werden für PCs, für Konsolen programmiert und dann nur noch umgeschrieben auf PCs und da ach, so ein bisschen so billig hingeschissen reicht vollkommen aus. Das ist so schlimm, ey. Aber auch ein Grund, warum ich mich so sehr auf Star Citizen freue, weil es einfach mal nur only for PC ist und für alles für PC entwickelt wird. Okay, also das sieht aus wie als wäre es einer. Ja, bitte? Yo, was ist denn los, Digga? Go away and maybe you don't get cut.
Bam! Ja. Okay. Schwere. Ja, mein Bester, es tut mir leid, aber ich bin mir wichtiger. Du hast mich getötet. Wie kann man denn sagen, du hast mich getötet, wenn man doch stirbt? Also, man weiß ja nicht, dass man unbedingt in dem Moment stirbt. Man kann davon ausgehen, dass man wahrscheinlich stirbt, aber ich weiß nicht, das ergibt keinen Sinn. Aber wir haben noch eine Wasserflasche gefunden und vielleicht sollten wir auch mal unsere Gesundheit ein bisschen aufpeppen. Mit ein bisschen Schmerzmittel zum Beispiel. Ja. Danke. So. Ey, die Alte da drüben, die geht einem ganz schön gewaltig auf den, ne? Gegen den Strich, wollte ich sagen. Nichts anderes. Wo sind wir hier jetzt? Also ich meine, ich muss zu Mate zurück. Das ist ja hier schon echt hardcore Open World mäßig unterwegs. Wie kommst du hier? Wir wollen keine Probleme, okay? Meine Mutter kann nicht mehr canned food. Sie ist desperat für etwas Frisches. She's letting herself starve to death. Toll. I've got to get her something other than that mystery meat. Jetzt darf ich näher kommen. Ich habe keine Tomate, sorry. Ey, hier kannst du so vielen Menschen helfen. Goodbye. Aber if you find something, anything, think about us, please. Ja, ich habe gerade Rattenfleisch gefunden. Wollt ihr das haben? Verschenke ich sogar. Huh? Hallo. Ja, sorry, Rattenfleisch, wir wollen eine Tomate. Weil ja Tomaten wahrscheinlich bei dem Dunst, der hier rum, also bei dem Dust, der Staub, der hier rumhängt, voll leicht anzubauen sind. Ich meine, sie sind zwar ein Schattengewächs, aber naja, kann mir trotzdem nicht so vorstellen, dass Tomaten dann so geil wachsen. Vor allem so geil. Ja. Kann ich, hallo. Was ist denn mit ihm verkehrt, ey? Der Typ ist so blöd manchmal. Ja, jetzt. Also, ey, wenn es hier so weitergeht, ne, dann vorbei. Wow, man kann sich immer eine Sprosse fallen lassen. Die andere. Das haben wir fast übersehen hier, haben wir nice. Ein Soda-Getränk. So, dann hüpfen wir mal wieder Richtung. Wow! Hüpfen wir mal wieder Richtung May, wollte ich gerade sagen. Aber da auf jeden Fall nicht lang, sondern hier am nächsten Pfeiler. Jetzt, die Alte geht einem ganz schön hier, ne? Wie gesagt, gegen den Strich. Oh ja, das ist ja jetzt wieder ganz toll. Ich setze jetzt ganz bestimmt keinen Haken ein. Könnt ihr voll knicken. Ja. So, ein bisschen Ausdauer können wir. War das jetzt umsonst gewesen? Halt doch mal's Maul. War das jetzt umsonst gewesen? Diese Anker. From the top of this rail car, I could reach the grapple point. Okay, Meister, wenn du das sagst. Ja, ich musste extra zu diesem Fenster klettern, um hochzugehen. Hätte nicht weiter vorne sein können. Nein. Hakenpunkt. Yeehaw. Indiana Jones mäßig geschwungen. Hammergeil. Und immer Richtung Mayday. Damit sie endlich wieder gesund wird. Ich meine, die wartet ja jetzt auch schon, keine Ahnung, 5-6 Wochen seit der letzten Aufnahme halt auf ihre Medizin. Nicht um Tränen weiterlaufen, ich will nach hinten gucken. Ah, schön sieht's hier aus. So schön staubig. Überall die gleichen Farben. Toll. Nur wo zur Hölle. Wo ist da unten Lager? Ich meine, also man als Entwickler denkt man sich ja schon mal, wenn man hier so einen Abstieg hinmacht, da unten noch so eine Art Lager. Und da ist auch ein Abstieg. Und ich schätze mal, den müssen wir nehmen, um weiterzukommen. Aber was ist mit dem hier? Also jetzt werden wir mal, das werden wir jetzt mal einfach eruieren. Ich habe immer Angst, dass ich hier zu viel Ausdauer verbrate im Endeffekt. Was ist das? Zack. Und zack. Ja, toll, das hat sich jetzt wieder nicht gelohnt. Ne. Ich glaube, hier sind wir doch runtergekommen, oder? Oh je. Kamera! Oh, diese Maus. Dazu muss ich jetzt auch mal einen Ton sagen, ja? Meine Maus, ja, meine teure, gute Maus,
die ist kaputt gegangen. Also was heißt, die ist kaputt gegangen? Ich habe einfach nicht eingesehen für den Preis, den ich dafür bezahlt habe, dass die irgendwie nach, keine Ahnung, ein paar Monaten angefangen hat, dass die linke Maustaste locker war. Also, ihr kennt das ja, eure Maustasten sind beide eigentlich, wow, ne, das wollte ich jetzt nicht, beide so weit fest, dass man, bis man sie halt drückt. Und bei der Maus war es halt so, dass die linke Maustaste nach ein paar Monaten angefangen hat zu klackern. Das heißt, die war bis zum eigentlichen Herunterdrücken, dass man zum Druckpunkt kommt, war die irgendwie locker gewesen. Das hat dann immer so, wenn man so vorm Drücken, also vor dem eigentlichen Klack, sag ich mal, ja, hat es dann immer so klack, 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 halt so ein ganz leises Klacken gemacht, ja. Und wenn man dann halt ganz oft gedrückt hat, wie zum Beispiel keine Ahnung, bei irgendwelchen FPS oder so, ja, so irgendwelche Shootern, wenn man das dann ganz oft hintereinander triggert, dann ist das schon einem ganz schön mies auf den Sack gegangen. Ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen. Ja. Oh, wir sind wieder hier. Hey, wir sind wieder bei Need Water. Ey, ich habe voll viel Wasser dabei. Ich schätze mal, der Kollege braucht nichts mehr an Wasser. Ein Jahr und die Leute sehen so aus. Das kann doch nicht der Staub mit denen anrichten. Das muss doch hier irgendwie voll die Vergiftung der Umwelt beziehungsweise der Atemluft. Irgendwas muss es doch sein, dass sie so zersetzt und verwest sind. Hoch. Sehr gut. Haben wir geschafft. Und jetzt? Vielleicht hier hin? Ach, jetzt können wir natürlich hier hoch. Ach, das ist ja geil. Da bin ich ja das letzte Mal gar nicht drauf angekommen. Muss man da natürlich schon auch hoch. Hey, no way, man. No sneaking around. Stop that running. Ja. This isn't the place you're looking for. Yeah, that's it. You just keep right on walking. Hey, don't make a mistake here. Bam! No more messing around. Please don't kill me. Ich wollte eigentlich nur Schmerzmittel aufnehmen. Please. Komm ich vielleicht you made hier a big mistake. Let's talk this over, okay? Ja, das war ein großer Fehler, mein Freund. Jetzt wirst du sterben. Oh ja. Hinfort mit dir. Mörder. Mörder, sagt er, weißt du? Puh. Wir haben doch nicht mal Kugel in meiner Waffe. Wie soll ich dich denn da umbringen? Kann ich gar kein Mörder sein. Man denkt doch mal nach, ey. Ja, ja, die Leute wollen hier einen alle an die Wäsche, ja. Nur weil man sich hier ein bisschen umschaut, wenn sie ihre Medikamente auch noch rumliegen lassen, das ist sorry, dann dürfen sie sich nicht beschweren, dass die ein Fremder, der vorbeikommt, so aufnimmt. Ja, das kann ich mir helfen. Was machst du? Just take a breath and calm down. Oh nein. Zwei Waffen. Say your prayers, Mister. Wow. I'll take him down. Scheiße. Zwei Pistolen und zwei Macheten. Oh yeah. I hope May is all right. Hey, you! Whoa. Ich schau ab. Nein, lass mich. Wo geht's hier weiter? Boah, wo geht's hier weiter? Nein, nein. Ich muss da. Was? Warum funktioniert das nicht? Ah, scheiße, Alter. Ich habe nur noch zwei Wiederholungen. Ey, das ist voll mies. Warte mal, wie mache ich denn das? Der hat zwei Pistolen? Das ist gefährlich. Das ist irgendwie so gefährlich. Mieses. What are you doing here, boy? So much for introductions. What? Watch out, boy! Bad people. Boah, Alter, ja. Rastet doch mal aus, ey. Kackwichskrüppel, ey. Toll, jetzt nur noch eine Wiederholung. May is alright.